Ich möchte Sie jetzt ein bisschen entführen in die Welt der Algen. Erstmal, ich denke mir, wenn ich Sie fragen würde, was sind Algen, haben Sie wahrscheinlich alle ein unterschiedliches Bild. Und das ist auch berechtigt, denn Algen sind eine riesige Gruppe, ist eigentlich ein sehr großer Begriff. Ich möchte vom Großen dann ein bisschen ins Detail gehen und Ihnen generell vorstellen, welche Produkte man aus Algen gewinnen kann. Und dann weitergehen in die Küche als spezielle Produktgruppe von Algen, von großen Meeresalgen. Oder zu dem Thema Algen in der Küche, Meeresalgen oder Makroalgen, also die makroskopisch sichtbar sind mit dem bloßen Auge. Möchte ich mich an den Felsküsten von Europa bewegen. Und da ist es ganz nett, die riesige Artenvielfalt. Auch dort kann man grob in drei Gruppen unterteilen. Nämlich Rotalgen, Grünalgen, wie zum Beispiel der Meersalat. Der war, glaube ich, auch auf dem Einladungszettel zu sehen. Und dies hier ist ein Tang, der an vielen Felsküsten Europas vorkommt, der Riemen- oder Peitschentang, den ich zum Beispiel öfter in der Küche benutze. Ein bisschen dazu, warum generell, welche Inhaltsstoffe wertvoll sind in den Algen und wie sie auch jetzt schon weltweit genutzt werden. Das sind also einerseits die Stoffgruppe der Polysaccharide, der Zuckerverbindungen. Da steht Alginat ganz oben. Das wird aus vielen von diesen großen Brauntangen heutzutage gewonnen und in der Lebensmittelindustrie als Dickungs- und Stabilisierungsmittel benutzt. Das Wort fiel heute auch schon im Zusammenhang mit dem Kaviar. Aber auch in der Medizin für Tierfutter und in der Kosmetik ist es wichtig. Dann Carragene auch haben Geleeigenschaften. Die werden aus Rotalgen gewonnen und in der Lebensmittelindustrie verwendet. Weiterhin Agar ist eine vegetarische Alternative zu Gelatine, wird aus Rotalgen gewonnen, also auch in Lebensmittelindustrie. Und dann Zuckerverbindungen, die für die Algen selber Energie speichern, sind Mannitol, Laminaran, Fucoidan, die werden aus Braunalgen gewonnen und sind hauptsächlich auch für uns wichtig in der Energiegewinnung. Daraus wird zum Beispiel Bioethanol, also Biotreibstoff, hergestellt. Proteine sind generell wichtig für Algen und für unsere Lebensmittelnahrungsproduktion in der Zukunft, weil sie, entweder können wir sie direkt nutzen, aber eben auch zum Füttern der Fische in den Aquakulturen. Da sind ja sehr begrenzt Proteine, also sind unbedingt wichtig, aber sind begrenzt vorhanden und wir wollen eigentlich nicht, oder es ist nicht nachhaltig, andere Fische zum Füttern zu benutzen. Deswegen geht man heutzutage in den Aquakulturen vielfach über auf terrestrische Proteine, also vom Land, zum Beispiel Soja. Das ist aber nicht unbedingt immer so leicht zu verdauen für die Fische. Und deswegen ist es als Ausgangspunkt natürlicher und besser, wenn man marine Proteine benutzt. Also nochmal zu sagen, Algen als Lebensmittel haben natürlich eine Tradition in Asien, das ist nichts Neues, aber nicht unbedingt in Europa mit vielleicht wenigen Ausnahmen von Island, Irland, Westfrankreich und ansonsten nördliche oder westliche Welt, auch Kanada. Hier zum Beispiel auf der schottischen Insel Skye wussten die Menschen, dass Algen nützlich sind, sowohl für sie selber als Nahrungsquelle und Vitaminquelle, aber auch für ihre Haustiere. Und die sind auch schon damals also in die Gezeitenbereiche gegangen und haben Algen geerntet und haben das zum Beispiel in Futtermittel für Schafe und Kühe mit eingebaut. Und dass Algen auch in Europa eine Rolle gespielt haben, sieht man zum Beispiel an diesem Gebäude, ein wichtiges Gebäude, das ist das Rathaus in Kopenhagen von der Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts. Und dort ist der Blasentang, das ist also auch eine Braunalge, die an allen unseren felsigen Küsten vorkommt in Europa, vielfach dargestellt als Wandmalerei. Wenn man denkt, diesen Rohstoff, der an sich fantastisch ist und sehr viel vielfältiger als nur diese eine Art des großen Palmentanks, weiter zu nutzen, dann muss man denken auch daran, wie man ihn nachhaltig gewinnen kann. Im Prinzip aber ist es ein durchaus ein Rohstoff mit hohem Potenzial
Und natürlich auch, wenn man den globalen Zusammenhang sieht, wie auch Frau Köhler schon gesagt hat, das Bevölkerungswachstum global verlangt von uns, dass wir das Meer als Nahrungsquelle viel mehr nutzen. Das Meer nimmt ca. 70% der Erdoberfläche ein. Trotzdem, unsere Nahrung aus dem Meer macht nur 2% aus im Vergleich zu dem, was wir aus dem Land, vom Land gewinnen. Und das ist natürlich ein Ungleichgewicht, dem müssen wir entgegenwirken. Und Algen können dabei eine Rolle spielen. Norwegen als europäisches Land mit der längsten Küste und sehr großem Export auch von Lebensmitteln aus dem Meer, hat sich dabei strategische Ziele gesetzt. Und auf Algen bezogen sagen diese Ziele, dass der Anstieg vom Umsatz von Algen auf 40 Milliarden Kronen von 1 Milliarde 2012 auf 40 Milliarden 2050 ansteigen soll. Es war eine Kollaboration mit Algenforschern aus unserem Institut und einigen ausländischen und einer Kochschule in Ålesund, dem Ort, wo mein Institut angesiedelt ist, und hatte verschiedene Bestandteile. Das erste war, dass wir uns Inspiration geholt haben aus Ländern auch in Europa, die eben schon viel mehr Erfahrung und Tradition im Gebrauch von Algen haben. Das war in der Bretagne. Dann haben wir eine sensorische Analyse und ein Profiling gemacht von 4 Algenarten, um die es ging. Die habe ich Ihnen übrigens auch mitgebracht. Da wird nachher die Möglichkeit bestehen, dass Sie da auch gerne mal probieren können. Dann gab es eine Kochwerkstatt mit 7 Köchen der Region, die den ganzen Tag sich vergnügt haben und kreativ waren mit diesen Algen. Und ein Verbrauchertest dazu, was eben normale Kunden oder Menschen denken zu den Gerichten, die daraus entstanden sind. Wir haben das dann systematisch ausgewertet oder haben einen Kriterienkatalog gemacht aus diesen Assoziationen. Ein Katalog mit Geschmackskriterien, nach denen danach alle diese 4 Arten mehr systematisch gegeneinander verglichen und getestet wurden. Also aber Kriterien, die im Grunde auf alle die Arten anwendbar waren. Und dieses hier ist jetzt nur mal eine mehr visuell ansprechende Form der Auswertung mit sogenannten Wortwolken, wo die größeren Worte die am häufigst genannten darstellen. Kann man einfach ganz schön sehen. Das ist zwar alles auf Norwegisch, aber salt, das können Sie sich alle denken, das bedeutet salzig. Das war also zum Beispiel ein Kriterium, also ein Charakteristikum, eine Assoziation, die allen den verschiedenen Arten, die hier dargestellt sind, gemeinsam war. Unabhängig auch von der Zubereitungsform. Das haben dann diesen Qualitätskontrolltest, das haben die Köche, die auch danach mit den Algen gearbeitet haben, durchgeführt. Und auch die sind natürlich, die sind ja Experten, aber nicht von Algen. Also auch in diesem Test hat sich gezeigt, dass Algen als Rohstoff und als Produkt durchaus gewöhnungsbedürftig sind. Und sie fanden das zum Teil, die Zurückmeldung haben wir bekommen, wir fanden es schwierig, sich wirklich da hineinzufinden. Das kreative Kochen dieser 7 Köche über einen Tag mit diesen 4 Arten in der Küche, ein kreatives Erforschen des Rohstoffes Algen. Und zwar unter den Kriterien, ja, welche Vorbehandlung kann man anwenden und die führt zu welchem Ergebnis. Also in diesem Fall haben wir nicht frische Algen benutzt, sondern hatten diese getrockneten als Ausgangspunkt. In einigen Fällen wurden sie dann gedämpft oder eben getrocknet verwendet. Dienen sie eventuell als Geschmacksverstärkung oder als Salzerstattung? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben in unserer Küche heutzutage benutzen wir ja zu viel Salz, was schädlich für uns ist. Aber in Algen sind andere Salze enthalten, die auch salzig schmecken, aber sehr viel gesünder sind. Das ist also ein wichtiges Potenzial für den Einsatz von Algen generell. Wie kann man sie mit anderen Ingredienzien kombinieren? Und wie kann man auch Eigenschaften wie Textur und gelierende Eigenschaften und so ausnutzen? Zusammengefasst, die Ergebnisse aus diesem Projekt sind, dass Algen durchaus Potenzial haben in der Küche, auch in der nordischen Küche, dass die Vorbehandlung sehr wichtig ist. Also diese sind ja jetzt, die wir benutzt haben, sind relativ standardisiert und kommen als standardisiertes Produkt. Allerdings wissen wir noch sehr wenig, inwiefern
wirklich immer in einer solchen Tüte dasselbe drin ist, wenn man sie kauft. Denn schon um zu diesem Zustand zu kommen, sind mehrere Prozesse wichtig. Also sie werden unter anderem gewaschen oder gespült. Und das kann wichtig sein, um zum Beispiel Schwermetalle oder ähnliche Arsen, Jod auch wegzuspülen, also Stoffe, die nicht erwünscht sind. Wie sie getrocknet werden, das ist jetzt ein ganz großes Thema in diesem Folgeprojekt, von dem ich Ihnen erzählt habe. Bei welcher Temperatur, in welcher Form, bei welcher Luftfeuchtigkeit und so weiter, das wird das Endprodukt beeinflussen, wie sie gelagert werden und vor allem auch, wie sie reifen. Also es ist genau wie bei Wein und Käse, die Reifung, die nochmal enzymatische Prozesse in Gang setzt, spielt eine unglaubliche Rolle für den Geschmack dieses Produktes in der Tüte. Unter den 4 systematisch getesteten Arten gibt Palmari, also der rote Lappentang, den deutlich stärksten Geschmack. Und was auch sehr interessant war, war, dass die Köche allesamt die Dominanz von Algen als Ingredienz überschätzt haben.